Ein herzliches Willkommen zum Tachoskop mit Ella für die Woche 14. bis 20. Dezember 2020. Wir schauen uns auch in dieser Woche an, was los ist mit den Karten Energy Oracle Cards von Sandra and Taylor, den Tageskarten für die Woche, das Gilded Tarot Royal von Ciro Marchetti und Barbara Moore, geklärt von den ganz normalen Rider-Waite Tarotkarten in klein. Orakelkarten sind die Erzengel, das Erzengel-Orakel von Doreen Virtue und für das Krafttier, wie immer, das Orakel der Krafttiere von Colette Baron-Reed. Wir werden zuerst mal schauen, was astrologisch für alle in dieser Woche so drin ist, also die allgemeinen Energien, und kommen dann auf das jeweilige Sternzeichen. Nur, dass ihr das im Vorfeld wisst, dass wir uns erstmal umfangreich darüber informieren, was ist denn so insgesamt los. Und dann geht es natürlich in die einzelne Legung. Also, bis gleich. So, meine Lieben, was sind die allgemeinen astrologischen Daten für die Woche für alle? Wir haben am 14. einen Schütze-Neumond, also Neumond, der im Schützen stattfindet. Wir haben die Sonne im Schützen, wir haben Merkur im Schützen und wir haben ab dem 15. auch Venus im Schützen, also sehr viele Gestirne im Schützen. Wir haben am 14. wie gesagt den Neumond und das verspricht sehr große Harmonie, und mit Venus und Jupiter ist das sehr förderlich für Beziehungen, sehr harmonisch wahrscheinlich, ja. Man sollte aber trotzdem noch mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben, den Verstand nicht völlig ausschalten, denn wir haben auch eine Sonnenfinsternis und das kann so ein bisschen verwirren, die Sinne ein bisschen, ja, ich sag mal, überbetonen, dass man eben ein bisschen die Bodenhaftung verliert. Die Vernunft wird von Mars und Merkur befördert, also auch am 14. und 15. und da bleibt man eben auch mit beiden Beinen auf der Erde. Ja, Realismus ist angesagt. Gefühle sind wunderschön und sollten auch eine Rolle spielen, eine große Rolle, aber sie sollten eben nicht überbewertet werden, sondern was ist machbar und was ist überzogen. Also Vorsicht vor zu vielen Versprechungen, ja. Wir haben ja am 15. auch die Venus, die in den Schützen einzieht. Und dann haben wir ganz besondere Daten in dieser Woche. Das ist am 17. natürlich Saturn, der in den Wassermann wechselt. Ja. Und Jupiter folgt dann auch in den Wassermann am 19. Dezember. Ja. Dann haben wir halt eine Sonne-Merkur-Konstellation, die vom 18. bis 21., also da sind wir schon einen Tag drüber dann heute, intensiv wirkt. Ja. Man kann Dinge klären, man kann über Dinge sprechen, auch Gefühlsdinge. Also ein guter Zeitpunkt, Gefühle zu äußern, Gefühle rüberzubringen. Die Mondenergie ist auch sehr harmonisierend und erfolgversprechend am Montag. Also auch für Karriere Montag, Dienstag, dann haben wir 16., 17., dann erstmal neutrale Tage, dann wieder mit dieser Energie Erfolg im Beruf, in Finanzen. Das haben wir von Freitag bis Sonntag und das geht dann auch noch darüber hinaus. Wir haben allerdings am Sonntagnachmittag Streitgefahr. Also nicht überziehen, wie gesagt, mit Versprechungen oder, ja, ich sag mal, hohlen Phrasen, ne, das kommt nicht gut an. Die Harmonie sollte man natürlich versuchen beizubehalten, gerade wenn es darum geht, die Feiertage schön zu genießen. Wir haben aber auch in der darauffolgenden Woche ab 21. die ganze Woche kritische Stellungen. Also versucht das eben pragmatisch anzugehen, realistisch, nicht zu abgehoben, aber trotzdem sehr gefühlvoll. Also immer mit einem Stück weit Realitätssinn dabei. Das ist jetzt mal die allgemeine Energie für diese Woche für alle. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Sternzeichen an. Ein herzliches Willkommen, lieber Krebs, zum Tarotskop mit Ella in der Woche 14. bis 20. Dezember. Ja, und da passiert ja auch einiges momentan. Wir haben den Wechsel von Jupiter in den Wassermann und von Saturn in den Wassermann. Ich denke mal, dass das erstmal keinen großen Einfluss auf dich hat. Im Laufe des nächsten Jahres
wenn Jupiter auch in die Fische geht, dann wirst du einiges erleben, was positiv für dich ist. Schauen wir aber jetzt erstmal, was wir in dieser Woche haben. Pluto sorgt dafür, dass du Dinge erreichen möchtest, was ja auch gut ist. Und Uranus sorgt immer mal wieder für Überraschungen und lässt dich halt auch an Veränderungen teilhaben. Je flexibler du darauf reagierst, desto besser. Wir haben momentan die Sonne im Schützen, wir haben Merkur im Schützen und wir haben die Venus im Skorpion, was sehr schön für dich ist, für Beziehungen. Und das solltest du natürlich auch nutzen. Und da solltest du mit deinem Leben zusammen sein oder eben deinen Charme spielen lassen. Das, was du noch erledigen kannst zum Jahresende, solltest du mit Merkur eigentlich gut erledigen können. Es ist wichtig, dass die Dinge möglichst in trockenen Tüchern sind. Wir haben im Dezember die Energie, dass du dich um dich selbst kümmern sollst, damit du gesund bleibst, dich gesund ernähren sollst, dich warm halten sollst, damit du nicht krank wirst und dass du dich nicht überbeanspruchst, was jetzt so die Vorbereitung für die Feiertage bedeutet. Ich weiß, das ist dein Fest des Jahres, lieber Krebs, ja. Und ich denke mal, dass du auch schon alles vorbereitet hast, alle Geschenke hast und so weiter. Da mache ich mir keine Sorgen, aber denk auch mal an dich. Ja, kümmere dich darum, dass du dich wohlfühlst, dass du dich gesund fühlst und gesund bleibst. Das ist ganz wichtig. Einfach auch mal so ein bisschen auf die eigenen Bedürfnisse achten. Denn im nächsten Jahr wird es auch einige Überraschungen geben, die aber positiv auch sind. Ja, das ist immer zeitlich abhängig, auch wie die Gestirne stehen, aber freu dich schon mal darauf. Und wenn du jetzt noch Dinge erledigen kannst, die dann im nächsten Jahr vielleicht dann auch erledigt sind und für dich keine Rolle mehr spielen, umso besser. Schauen wir uns jetzt mal an, was diese Woche in den Karten für dich hat. So, mein lieber Krebs, also das Thema für dich in dieser Woche ist ja dann, dich um dich kümmern, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst mit deinen Lieben und dass du das, was du noch erledigen kannst, also Schriftliches oder so, Kündigungen von irgendwelchen unnützen Dingen, dass du das erledigst. So, schauen wir uns an, was von außen kommt. Das ist ja nicht so unbedingt das, was du dir wünschst, wie das momentan ist, aber du bist auch gerne zu Hause und mit deinen Lieben zusammen. Schauen wir uns an, wie die Energie von außen momentan für dich ist. Was hast du von deinen Mitmenschen im Außen zu erwarten in dieser Woche? Der Engel der Liebe, sehr schön. Die Venus steht ja noch im Skorpion bis zum 15. Am 15. wechselt Venus in den Schützen. Das muss aber kein Umbruch sein, sondern es kann ja harmonisch weitergehen. Wir haben ja optimale, positive Energien. Engel der Liebe heißt, dir könnte eine Liebe begegnen oder dass eben liebevoll mit dir umgegangen wird. Und du sollst natürlich auch mit dir liebevoll umgehen. Was haben wir denn hier? Wie siehst du dich? Was ist dein Wunsch? Was erhoffst oder befürchtest du? Was ist gut für dich? Was ist weniger gut? Und wie geht die Woche für dich aus? So, das sind jetzt so mal die allgemeinen Energien so der Woche. Wir schauen jetzt auch danach, wie die Wochentage verlaufen. Bei der allgemeinen Legung bitte nicht nach den Wochentagen, die ich lege, Montag bis Sonntag gehen, sondern wenn dir diese Ereignisse begegnen. Denn das kann in der allgemeinen Legung für jeden Krebs an einem anderen Tag stattfinden. Also nicht vergessen, dass du das im Auge behältst und dich nicht an den Wochentagen festhältst. Wir schauen auch, welche Energie du mitbringst in diese Woche, wie du auf andere zugehst, was so deine Energie ist. Mit anderen, was haben wir vom Krebs zu erwarten? Die 7 der Münzen. Das heißt, du überlegst dir jeden Schritt ziemlich genau. Pragmatisch, energetisch und ich denke auch, dass du überlegst, naja, was könnte ich zum Jahresende noch verändern bzw. vollenden, ne, beenden, je nachdem, was ist nicht mehr nötig und wovon würde ich mich gern zum Ende dieses Jahres verabschieden. Es ist ja oft so, dass Kündigungszeitpunkte so zum Jahresende da sind, dass man da vielleicht irgendein Abo hat oder irgendwas, was man gar nicht braucht zum Beispiel. So, schauen wir uns die Wochentage an. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. Wie gesagt, das kann bei dir von der Energie her an einem anderen Tag stattfinden. Also halte ich nicht an den Wochentagen auf. So, die Vorwoche hänge ich auch noch mal hinten dran,
weil immer das, was auch in der Vorwoche geschah, einen Einfluss auf die nächste Woche hat und vielleicht auch noch ein paar Energien einwirken auf das, was in dieser Woche geschieht. Also nur, dass du das weißt, wenn du Interesse hast, es hängt nochmal hinten dran. Wir beginnen hier jetzt mit der Energie, wie du dich selbst siehst und haben die Tür zu persönlicher Heilung und zum Glück. Ja, du fühlst, du hast das Gefühl, dass sich Dinge jetzt so in deinem Sinne entwickeln, dass du da dich auch natürlich auf die Feiertage freust und dass dir das so ein wohliges Gefühl gibt. Das ist sehr schön. Positive Energie ist immer gut, um Dinge, ich sag mal, zu manifestieren, die dann auch schön werden. Was ist dein Wunsch? Dein Wunsch ist die Reise. Und damit ist jetzt nicht unbedingt eine Reise, kann natürlich auch, aber ich denke mal, nicht die Reise zu fernen Ländern, sondern die Reise zum Beispiel gedanklich, nostalgisch, ja, die Reise oder die Zeit mit der Familie. Wenn man so im Familienkreis zusammensitzt, auch gerade an Feiertagen und so, dann wird oft in Vergangenheit, in alten Geschichten geschwelgt. Und darauf freust du dich, denke ich auch. Hoffnung und Ängste in dieser Woche, das ist der denkende Mann. Ja, das ist die Hoffnung, dass du nichts vergessen hast zum Beispiel, dass du die Dinge, ja, erledigt hast. Ja, vielleicht, dass du überlegst, ob da noch was ist, was du machen könntest. Wir haben ja die 7 der Münzen. Das heißt, du überlegst dir jeden Schritt sehr genau. Das kann auch an den äußeren Umständen momentan liegen. Aber man muss ja vorausplanen, man muss gucken, wie das Ganze machbar ist und so weiter. Was ist gut für dich in dieser Woche? Das ist der Mann mit dem Herz und das ist die Liebe, die du bekommst und auch die Liebe, die du gibst. Das ist halt Liebe im Austausch. Ja? Und wir haben den Engel der Liebe von außen und ich denke, du bekommst eine Menge Liebe geschenkt und die erwiderst du dann auch. Und das ist sehr schön. Die Liebe, die du im Herzen trägst, darfst du gerne nach außen zeigen. Das ist es, was die Menschheit braucht. Liebe. Füreinander, ne? Auch Menschen gegenüber, die man eigentlich nicht mag, aber ne? Respekt und Sympathie, Freundlichkeit. Und da kannst du als gutes Beispiel vorangehen. Nicht gut in dieser Woche ist die Göttin des Mondes. Die Göttin des Mondes ist auch deine Energie. Du bist das Mondkind sozusagen als Krebs und es ist diese Ebbe und Flut, Stimmungsschwankung. Ja, dass man, das ist dem Krebs halt auch leider zu eigen, dass er eben schnell die Stimmung verändert, wenn ihm jemand auf die Füße tritt oder ohne zu sagen warum, aber plötzlich ist die Stimmungsschwankung da. Und das solltest du versuchen zumindest, wenn es geht, entweder zu vermeiden oder deinem Gegenüber zu sagen, du, ich habe jetzt gerade das und das und deswegen ist meine Stimmung jetzt umgeschlagen. Also ein bisschen erklären, was Sache ist, weil sonst versteht das keiner. Ja? Ausgang in dieser Woche ist die Frau mit dem Herzen. Damit haben wir ganz liebevolle Energien für dich und deine Lieben in dieser Woche. Vielleicht auch nicht nur deinen Lieben gegenüber, sondern aufgrund der positiven Energie, aufgrund der positiven Entwicklung und der Freude, die du empfindest, kannst du auch Liebe an Menschen abgeben im Sinne von Sympathie, Nettigkeit, die du nicht kennst oder die du noch nicht mal magst. Ja, und das ist eine schöne Energie. Was haben wir am Montag? Wir haben die 3 der Kelche. Geselligkeit, das ist das, worauf du dich freust. Geselligkeit, Familie, Gemeinsamkeiten, ne? Feiern. Das ist so die Vorbereitung darauf, lassen dein Herz schon höher schlagen. Und dann haben wir hier die Herrscherin. Das ist die Fruchtbarkeit, ja, und das ist eben auch die Energie des Mütterlichen, des sich Kümmerns, die Dinge am Laufen halten, sich darum kümmern, dass die Dinge eben gepflegt und gehegt werden, sei es der Garten, sei es der Haushalt, was auch immer. Das ist etwas, oder auch der Job natürlich, nicht nur das rein Weibliche, ne, sondern eben auch Dinge, die sonst Männern zugeschrieben würden, die Dinge fruchtbar zu halten, dass da eben was passiert. Und das ist die Reise, die du dir auch wünschst, dass das alles schön läuft. Am Mittwoch haben wir hier die 4 der Münzen. Du hältst daran fest, über die Dinge nachzudenken. Ja? Also nichts Unüberlegtes zu tun. Das ist auch sehr löblich und das solltest du auch beibehalten. Wir haben im nächsten Jahr Saturnjahr. Es gibt viele Menschen, die davor fürchterlich Angst haben. Es ist gar nicht so schlimm, weil wir haben Jupiter im Wassermann und beziehungsweise für dich dann zeitweise auch im Fisch.
Ja, und das ist sehr positiv für dich. Saturn hält uns nur daran fest, so nach dem Motto, schau genauer hin. Lass dich nicht übers Ohr hauen, ja. Oder bring diese oder jene Arbeit zu Ende. Und das ist ja eigentlich auch in deinem Sinne. Es ist auch das Geld zusammenhalten, keine unnützen Ausgaben produzieren, die nicht unbedingt notwendig sind. Dann haben wir am Donnerstag den Ritter der Münzen. Du hast Geduld mit dir, du hast Geduld mit anderen und das ist ja auch saturnische Energie und das bedeutet, dass du viel gelernt hast im Laufe dieses Jahres, nämlich nicht einfach dich beleidigt in deinen Krebspanzer zurückzuziehen, sondern auch zu artikulieren, pass mal auf Leute, so nicht, ich hätte es gerne so und so. Das haben wir öfter auch in Legungen gehabt und jetzt ist es einfach so, dass du da geduldiger bist, weil du auch weißt, manche können die Dinge gar nicht wissen, wie hier jetzt mit der Mondenergie, wenn ich schlechte Laune habe und nichts sage, kann das keiner wissen. Mit der Geduld begibst du dich auch daran, die Dinge genau zu prüfen. Das ist gut. Freitag haben wir den König der Münzen. Da ist der Erfolg. Da ist das Finanzielle, da ist das Partnerschaftliche, die Sicherheit und Stabilität mit der Erdenergie, eben pragmatisch an die Dinge ranzugehen, nichts zu überstürzen. Da ist der Erfolg. Und das gibt dir natürlich dann recht. Und das beflügelt dich dann auch zu sagen, ich sehe die Fülle, die sich in meinem Leben ergießt, weil ich ein bisschen genauer hingeschaut habe und weil ich ein bisschen geduldiger war mit mir und anderen. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir das Ast der Münzen. Da ist ein Neubeginn in Sicherheit und Stabilität. Das können natürlich auch alles immer Menschen sein, die dich begleiten. Eine Erdenergie, ja, die dir beigebracht hat oder gezeigt hat, du, das kannst du auch anders machen, ne? Und das darfst du natürlich auch nutzen. Wichtig ist nur, dass du dich da nicht von Launen treiben lässt, sondern eben von diesem Pragmatismus, von diesem Prüfen und von deinem Vertrauen und der Liebe zu der Sache und vielleicht auch zu der Person. Hier haben wir den König der Kelche, das ist auch deine Energie, ist eigentlich Skorpionenergie, aber du bist ein Kelchzeichen, Gefühl, ja, da, du gibst zurück, was du bekommst, ja, du zeigst, dass du dich darüber freust und auch das ist wichtig, ne, dass du sowohl, ich sag mal, die negativen Dinge wie auch die positiven Dinge ein bisschen ein Stück weit äußerst, damit dein Gegenüber Bescheid weiß. Wir schauen mal, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr harmonisch, sehr liebevoll, sehr geduldig aus und sehr schön, viel Herz, viel Gefühl, viel Fruchtbarkeit, viel Geduld. Aber natürlich auch immer mal was Negatives, wenn man schlechte Laune hat. Aber dem kann man den Wind aus den Segeln nehmen, indem man einfach mal sagt, du, das ist der Grund. So, wir haben die vier der Münzen. Die wachsende Gesundheit und das Glück willst du auch festhalten, indem du dich mit deinem Gegenüber auf Augenhöhe begegnest. Also ihr seid euch da schon einig und das ist sehr schön. Was ist denn die Reise für dich? Der König der Schwerter in die Logik, in die Analyse. Ja? Die Dinge fruchtbar zu machen bedeutet halt manchmal das Gefühl ein Stück weit nach hinten zu schieben. Und da ist das Gefühl. Das gefällt dir zwar nicht, ne? Fünf der Kelche, Dinge, die du bedauerst oder die du sonst mit einbeziehst, dass du da ein Stück weit mehr auf die Logik achtest. Und deswegen sollen deine Gefühle natürlich nicht unterdrückt werden. Nur, ich sag mal, für eine klare Entscheidung in diesem Moment ist das wichtig. Und dann kannst du dich natürlich deinen Gefühlen hingeben. Der denkende Mann, der Gehängte, das ist eben sich aus allen Perspektiven die Sache anschauen und mit Leidenschaft für das einsetzen, was du gerne möchtest. Heilung, ne, Glück, Zusammenhalt, Liebe, Partnerschaften. Das können private wie berufliche Partnerschaften sein. Der Mann mit dem Herz, da haben wir den Wagen, deine Energie, Krebsenergie, die Zügel in die Hand nehmen und über Gefühle sprechen. Ja, das sind Informationen, Gesprächsaustausch, Gedanken. Ja, es ist immer wichtig, sich mitzuteilen, auch seine Wünsche zu äußern. Und du wirst gemerkt haben, dass dich das ein gutes Stück weiterbringt. Die Göttin des Mondes, König der Stäbe und die Sieben der Schwerter. So, wir haben Launenhaftigkeit, vielleicht auch etwas, was du vor einem Feuerzeichen verbergen möchtest. Ja. Glaub mir, die Person kennt dich und weiß, dass du da gar nichts verbergen kannst. Es kann aber auch sein, dass da jemand Launen hat, ja, vielleicht auch ein Feuerzeichen, und versucht, das vor dir zu verbergen. Auch keine Chance. Ja. Also man sollte schon offen über die Dinge reden. Also es ist nicht gut, Dinge zu überdecken oder so tun, als wäre das nicht da, das unter den Teppich zu kehren, das ist nicht gut.
Ja, und das solltest du wissen, ja, und dann bist du die Frau mit dem Herz. Da ist die Heilung, was wir hier auch hatten. Wassermann-Energie, ne? Und dann haben wir die Königin der Stäbe. Du kannst dafür sorgen, durch deine Liebe zum Beispiel, dass du ein Feuerzeichen heilst, ein Stück weit. Ja, es muss jetzt, kann ja auch jemand sein, den du nicht so gut kennst, aber es ist eine positive Energie. Oder dass jemand dir Liebe entgegenbringt, die dich heilt. Ist beides möglich, ja. Also man muss das nicht zu einseitig sehen. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall beglückend. Sehr schön. Drei der Kelche, Mäßigkeit, Schütze-Energie. Intellekt und Gefühl in Einklang, das ist ja auch das, was wir hier mit dem König der Schwerter hatten. Und die Obsession, das ist die Übertreibung in die eine oder in die andere Richtung. Ne? Man kann zu kaltschnäuzig sein und man kann zu gefühlvoll sein, indem man aus einer Mücke einen Elefanten macht. Also beides ist drin und da muss man versuchen, mit der Mäßigkeit ein gesundes Maß zu finden. Die Herrscherin, der Herrscher, tolles Duo, bedeutet, wir haben die Power, gemeinsam. Und wir sorgen für Gerechtigkeit, miteinander und im Außen. Sehr, sehr schön, lieber Krebs. Das sieht hervorragend aus. Du bist ja auch ein Kardinalszeichen und kannst die Führung übernehmen, aber wir haben hier zwei gleichwertige Partner. Das weibliche Prinzip und das männliche Prinzip. Ja? Und wir haben die Gerechtigkeit. Vier der Münzen, Hierophant und Ritter der Schwerter. Da ist Beziehung drin, also eine Bindung an eine Institution. Das kann die Ehe sein, das kann eine Firma sein. Eine schnelle Bindung und ein Festhalten an dem, was einem wert ist, was einem wichtig ist. Hier auch mit dem die Perspektive wechseln und so weiter. Man weiß, was man will und das ist gut. Dann haben wir Geduld. Wir haben die zwei der Stäbe, wenn es um eine Entscheidung geht. Dann ziehen wir uns zurück. Das ist auch, man muss sich mal zurückziehen, das ist ja nicht schlimm. Und trifft dann in aller Ruhe die Entscheidung und man tauscht sich aus. Es kann auch bedeuten, dass du mal für dich alleine eine Entscheidung treffen musst. Dann sagst du deinem Gegenüber einfach, ich brauche mal ein paar Minuten, ich muss darüber nachdenken. Kein Problem. Wenn du aber beleidigt von dannen ziehst oder so, dann ist das schon wieder was anderes. Ne? Also wie du damit umgehst, hat sich sicherlich geändert. König der Münzen, 9 der Schwerter und 10 der Kelche. Die Liebe überwindet alles, selbst die größte Sorge. Wenn du über die Dinge sprichst, wenn ihr euch nahe seid, wenn ihr euch vielleicht Sorgen um Geld macht oder um die Entwicklung, um Stabilität und Sicherheit, sprecht darüber gemeinsam, seid ihr auf jeden Fall stärker. So, das Ass der Münzen, 10 der Stäbe und der Magier. Manifestation, und zwar habe ich dir ja gesagt am Anfang, versuche sämtliche Belastungen, die nicht notwendig sind, noch in diesem Jahr abzuschließen. Das ist übrigens auch bei anderen Sternzeichen so. Ein Neuanfang in Sicherheit und Stabilität ist möglich. Ja? Und hier haben wir halt Dinge, Launenhaftigkeiten, Sorgen, die man voreinander verbirgt, das bringt nichts. Ja? Das kommt sowieso raus, früher oder später, dann lieber früher, dann hat man es vom Tisch. Und dann haben wir den König der Kelche. Da wird wird was aufgedeckt mit dem Mond und das bringt den Erfolg. Ganz klar, die Dinge, die unter den Teppich gekehrt werden, die türmen sich irgendwann auf zu einer Mauer. Und wenn du diesen Teppich überlastest, ja, dann eskaliert das. Wenn du aber gleich sagst, pass mal auf, ich habe hier ein Problem, wie siehst du das? Ja, oder ich würde mir wünschen das. Das ist ja immer so, dass man nicht fordert, sondern wünscht. So, und schon hast du den ersten Schritt zum Erfolg, weil du die Dinge nicht unter Teppich kehrst, sondern deinem Gegenüber sagst du, pass mal auf, ich brauche mal deine Hilfe. Und dann habt ihr ein Team, ja, dann habt ihr ein Team. Und dann seid ihr auf gleicher Wellenlänge, könnt die Dinge angehen und der Teppich bleibt schön glatt und harmonisch. Wir haben Prioritäten schaffen. Erzengel Metatron, fokussiere dich auf deine höchsten Prioritäten. Ich werde dir helfen, dich zu organisieren und motiviert zu bleiben. Also Prioritäten setzen, was ist wichtig, was brauchen wir nicht, was können wir abschaffen, was ist nötig und was ist wirklich schon ja, nicht mehr zu tragen oder welche Belastung können wir loswerden. Und das manifestiert eben den Erfolg, indem man die Prioritäten voransetzt und sagt, das ist uns wichtig. Und der Rest, ne? Murmeltier, Zeit, um loszulassen. Ja, es gilt, Dinge, die ihr Verfallsdatum überschritten haben, loszulassen. Schauen wir mal, was die Karte sagt. Ich will ja nicht vorgreifen.
Dein Krafttier. Jedes Ende führt zu einem Neubeginn und der Tod ist Teil des Lebens. Der Geist des Murmeltiers lässt dich wissen, dass es jetzt an der Zeit ist, das natürliche Ende von etwas, das dir nicht mehr dienlich ist, zu akzeptieren. Wir halten gern am Vertrauten fest, aber das Neue braucht Platz, um wachsen zu können. Wenn der Geist des Murmeltiers in Erscheinung tritt, ist dies ein Zeichen dafür, dass es etwas in deiner gegenwärtigen Lebenssituation gibt, das du loslassen musst, damit etwas Neues ins Leben treten kann, das dir jetzt weit besser dient. Wenn das Murmeltier seinen Schatten sieht, zieht es sich in seinen Bau zurück. Vielleicht sehnst du dich auch danach, etwas mehr Zeit zu haben, um Abschied zu nehmen und den Übergang ins Neue zu bewältigen. Die Veränderung ist jedoch unausweichlich und das ist auch gut so. Also gib deinen Widerstand auf. Der Frühling bringt viel Segensreiches mit sich und was sterben muss, wird stets in neuer Form wiedergeboren, die für dich die richtige ist. Das Leben verlangt nach Veränderung und Ablösung. Sag dem, was dir bis dahin dienlich war, lebe wohl und mach dich bereit für das Wunderbare, das an seine Stelle treten soll. Der Allgeist sendet es bereits auf den Weg zu dir. Also, ich habe dir ja gesagt, im nächsten Jahr wird es mit Jupiter in den Fischen zeitweilig schon mal sehr sehr positiv, aber auch im Wassermann ist das nicht abträglich für dich. Du solltest halt mit dieser saturnischen Energie einfach fortfahren, dich um die wichtigsten Dinge kümmern, dir nicht zu viel aufhalten, versuchen, deine Launen entweder im Griff zu haben oder zu erklären, mit anderen zusammenzuarbeiten, deinen Lieben vor allen Dingen gegenüber, aber auch im Kollegenkreis und so weiter. Und auch mal die Führung zu übernehmen, ganz klar. Und Entscheidungen treffen, du willst dich mal zurückziehen, gut, dann sag das. Ja. Wir haben eine tolle Energie hier und wir haben eine tolle Energie hier. Dinge, die unter den Teppich gekehrt werden, entweder sie bilden eine Mauer oder du kannst dafür sorgen, dass gleich Harmonie einkehrt. Und das ist halt die Überlegung. Mein lieber Krebs, ich will nicht zu viel lamentieren, ich möchte dir einfach einen Einblick geben und hoffe, dass das hilfreich für dich ist. Und du kannst ja berichten, wie sich das für dich auswirkt, ob du ein paar gute Erkenntnisse daraus für dich gewinnen konntest, auch schon aus den Legungen der Vergangenheit. Ich würde mich freuen. Und wenn es dir gefallen hat und dich weiterbringt, dann lass gern ein Däumchen hoch da und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche dir eine harmonische, erkenntnisreiche und liebevolle Woche. Sag mal, bis bald.